Urin. Jeder von uns produziert ihn, der eine mehr, der andere weniger. Und 1,5 Liter Urin leiten wir Tag für Tag über die Ausleitungskanäle der Niere in die Blase, wo er gesammelt und dann regelmäßig entsorgt wird. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Dennoch ranken sich viele Mythen um dieses Thema. Wir sagen Ihnen heute, was ist richtig und was ist falsch, wenn es um den Urin geht. Mythos Nummer 1. Urin trinken ist gesund. Dieser Unsinn stammt aus dem tiefsten Mittelalter und da gehört er auch hin, denn er ist definitiv falsch. Es gibt in der gesamten wissenschaftlichen Literatur keinen Hinweis darauf, dass Trinken von Urin in irgendeiner Weise hilfreich ist. Ganz im Gegenteil. Bei einer eitrigen Mandelentzündung würde es eine rechtzeitige Antibiotikatherapie verzögern und wäre daher sogar schädlich. Wer bei Halsschmerzen auf natürliche Hilfsmittel setzen möchte, sollte zur Desinfektion mit Salzwasser gurgeln oder zur Beruhigung der Schleimhaut Salbeitee trinken. Gegen die Schmerzen helfen aber am Ende nur Medikamente, die Lokalanästhetika enthalten. Mythos Nummer 2. Die Blase kann platzen. Die meisten von uns kennen das. Man steht im Stau, auf der Autobahn, muss dringend auf die Toilette, doch es ist weit und breit kein stilles Örtchen in Sicht. Dass man in so einer Situation meint, die Blase würde platzen, ist aber falsch. Generell setzt der Harndrang nämlich schon lange ein, bevor die Blase tatsächlich voll ist. Ab einer gewissen Füllmenge steigt der Druck dann auch nicht mehr an. Auch wenn man das Gefühl hat. Das Fassungsvermögen ist dann irgendwann völlig ausgeschöpft. Meistens treten dann unangenehm ziehende Schmerzen im Nierenbereich auf. Das liegt daran, dass die Blase sozusagen überläuft und die Flüssigkeit über die beiden Harnleiter zurück in die Niere drängt. Kommt es dann immer noch nicht zu einer Entleerung, muss man damit rechnen, dass als nächstes am unteren Blasenausgang alle Dämme brechen und man sich einnässt. Das ist zwar nicht schön, schadet aber nicht der Gesundheit. Blasenrupturen, also Risse der Blasenwand, sind sehr selten und in den meisten Fällen auf einen Verkehrsunfall zurückzuführen. Sie treten niemals spontan auf. Mythos Nummer 3. Urin ist so gut wie steril. Es klingt zwar unwahrscheinlich, aber dieser Mythos stimmt. Zwar ist der normale Urin eines gesunden Menschen nicht komplett keimfrei, aber eben auch nicht keimbelastet. Das heißt, ein paar Bakterien oder zumindest deren DNA, das heißt Erbgut, lassen sich mit hochsensiblen molekularbiologischen Methoden bei vielen symptomlosen Menschen nachweisen. Das ist aber so wenig, dass der Urin allgemein als steril gilt. Mythos Nummer 4. Urin kann unterschiedlich riechen. Im Normalfall riecht Urin beim Wasserlassen relativ unauffällig. Das muss aber nicht immer so sein, denn dieser Mythos stimmt. Die Ursachen für Übelriechen und Urin sind zum einen Bakterien, die den im Urin enthaltenen Harnstoff in Ammoniak umwandeln. Dabei entsteht dieser strenge, typische, stechend beißende Gestank, den man zum Beispiel von verschmutzten öffentlichen Toiletten kennt. In anderen Fällen ist der Verzehr von bestimmten Lebensmitteln, wie etwa Spargel, Knoblauch oder Zwiebeln, schuld. Es kann aber auch an einer vorhandenen Nierenbeckenentzündung, an Diabetes mellitus oder der Einnahme von bestimmten Medikamenten liegen. Sie merken, merkwürdig riechender Urin kann verschiedene Ursachen haben, ist aber meist ohne jegliche Bedeutung. Im Zweifel sollten Sie zum Arzt gehen, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Und zu guter Letzt, Mythos Nummer 5. Im Sitzen Wasser lassen ist gesünder. Dieser Mythos ist falsch. Die Frage, stehen oder sitzen, wird im Internet und sicherlich auch an einigen Stammtischen heftig diskutiert, denn viele Männer sind der Meinung, dass Wasserlassen im Sitzen per se unmännlich ist. Tatsache ist aber, eine wissenschaftliche Untersuchung, die belegt oder auch nur einen Hinweis darauf gibt, dass die Körperhaltung einen Einfluss auf bestimmte Organfunktionen, etwa von Blase oder Prostata hat, gibt es nicht. Allerdings bevorzugen Männer in höherem Alter oft das Sitzen, weil Vergrößerungen der Prostata das Wasserlassen schwieriger machen und im Sitzen die Bauchpresse als Unterstützung besser funktioniert. Grundsätzlich gilt, wenn es nicht mehr richtig läuft, sollten Sie sich von einem Urologen untersuchen lassen. Das ständige Ansammeln von Restharn in der Blase kann auf Dauer zu gesundheitlichen Problemen führen. Weitere Infos zu diesem Thema finden Sie auch auf www.apropos-gesund.de.